Die Berliner Charité. Von 2005 bis 2006 wurden hier von der Krankenschwester Irene Becker 5 Patienten getötet. Ich habe Menschen getötet, wenn man es so will. Obwohl getötet, also ich habe sie, ich habe das Leben beendet. Jahrelang wurden ihre Morde nicht entdeckt. Das ist auch typisch für Serienmörder. Sie töten so lange, bis sie gefasst werden. Krankenpfleger Nils Högel hat vermutlich über 100 Patienten ermordet. Warum stoppte ihn niemand? Irgendwann kommt man immer so an einen Punkt, wo man aufhören muss zu denken, weil man es nicht versteht. Zum Glück können wir es nicht verstehen. Aber das ist schon ziemlich viel Tod um einen rum. Nils Högel arbeitete und mordete in den Krankenhäusern von Oldenburg und Delmenhorst. Der Fall Nils Högel sprengt alle bisher bekannten Dimensionen im Bereich des Serienmordes. Haben Kollegen und Ärzte weggeschaut? Tragen sie eine Mitschuld am Tod der Patienten? Dass sie darüber sprachen, die wollten mit Högel keinen Dienst machen. Dass es Fragen gab, wer stirbt denn heute wieder? Dass sie Namen für ihn hatten wie brutaler Rettungs-Rambo. An diesem Ort treten sonst Popstars auf, feiern Schüler ihr Abitur. Nun findet hier in der Oldenburger Weser-Ems-Halle demnächst der größte Mordprozess der deutschen Nachkriegsgeschichte statt. Wir haben mit den Zahlen ja von Anfang an zu kämpfen gehabt. Wir wussten von vornherein, es werden sehr viele Nebenkläger werden. Man gibt auch als Pressesprecher ständig Auskünfte darüber, wie viele Leute das sind. Und neulich hatten wir einen Informationstag, wo alle Stühle einmal aufgestellt waren. Sie konnten dann sehen, hier sitzt die Staatsanwaltschaft, da sitzen die Nebenkläger. Und dann sitzt man vor den 100 und steht vor den 120 Stühlen. Und in dem Moment habe ich gedacht, so viel Leid könnte ein Mensch verursacht haben. Dann wird einem das selber auch erst deutlich, was für eine Dimension dieser Prozess hat. Der bereits verurteilte Mörder Nils Högel steht erneut vor Gericht. Wegen mutmaßlichen Patiententötungen in 99 weiteren Fällen. Ziel des neuen Verfahrens in Oldenburg soll auch sein, den Angehörigen der Opfer Klarheit zu verschaffen. Schon 2005 wurden erste Taten des ehemaligen Krankenpflegers bekannt. Die Nordwestzeitung berichtete von Anfang an über den Patientenmörder. Chefreporter Carsten Krogmann kennt deshalb jedes Detail im Fall Högel. Also wir haben es nachweisbar mit derzeit 105 Taten zu tun, die da verhandelt werden vor Gericht. Wir haben eine riesen Dunkelziffer. Wir haben ja allein eine dreistellige Zahl von Patienten, die vorher bestattet wurden nach ihrem Tod. Die waren nicht mehr, die Leichen waren nicht mehr zu untersuchen. Man kann ja nicht feststellen, ob da irgendwie Mittel da eine Rolle spielten, ob denen da irgendwie Substanzen zugeführt worden sind. Also möglicherweise haben wir es mit 200 Toten zu tun. Knapp 400 Kilometer von Oldenburg entfernt, im Berliner Stadtteil Reinickendorf. Hier in der Justizvollzugsanstalt für Frauen verbüßt die ehemalige Krankenschwester Irene Becker ihre lebenslange Haftstrafe. Sie hatte in der Berliner Charité 5 Patienten getötet. 12 Jahre Gefängnis hat Irene Becker hinter sich. Sie ist bereit, mit uns über ihre Taten zu reden. Ihr erstes Opfer war ein Patient auf der kardiologischen Intensivstation. Dann saugte ich ihn noch mal ab und irgendwann, ja, dachte ich, ach, jetzt muss er aufgeben, es hat keinen Zweck, er leidet so unheimlich. Und dann spritzte ich, blieb stehen, sah, wie der Monitor sofort Alarm gab, hab den Monitor ausgedrückt und hab einfach daneben gestanden und gewartet.
Ein Gefühl hatte ich nicht, aber ja. Er wurde tödlich erlöst. Bin ich eine Mörderin? Ich sehe mich mehr als Sünderin. Ein Mörder sehe ich immer mit Schießen oder mit total zusammenhauen. Frau Becker, wenn jemand durch fremde Hand zu Tode kommt, ist es egal, ob es eine Waffe ist oder eine Spritze. Ja. Gut. Dann nehme ich das Wort auch an. Welches Wort nehmen Sie an? Dann bin ich eine Mörderin. Was ist das für ein Gefühl? Das tut schon sehr weh, eine Mörderin zu sein. Das ist... Aber wenn es so ist, ist es so. Und ja, dann ist es eine sündige Mörderin. Frau Becker hat auf mich in all den Jahren einen sehr bemühten Eindruck gemacht. Sie hat ein grundlegendes Problem damit, als Mörderin etikettiert zu werden. Für sie ist Mord etwas Abscheuliches. Sie sieht sich als helfende Kraft, als jemand, der Menschen Gutes tun will. Das verträgt sich nicht mit ihrem Selbstbild. Sie ist sehr daran orientiert, sich in einem positiven Licht darzustellen. Stefan Harbort ist Kriminalhauptkommissar und Experte für Serienmorde. Er führte mit mehr als 50 Serienmördern Gespräche und entwickelte Fahndungsmethoden zur Überführung von Gewalttätern. Die Patiententöterin Irene Becker hat er mehrmals zu ihren Taten befragt. In dem psychologischen Gutachten von Frau Becker werden zwei Dinge besonders deutlich, die man bei Serienmorden sehr häufig beobachten kann. Die Opfer sind den Tätern quasi egal. Es gelingt ihnen nicht, sich in die Gefühlswelt beispielsweise der Patienten einzufühlen. Und auf der anderen Seite, das gilt für Frau Becker in besonderem Maße, ist ein sehr schwach ausgeprägtes Selbstwertgefühl festzustellen. Berlin Charité. Hier im Universitätskrankenhaus tötete Irene Becker die ihr anvertrauten Patienten. Eine Frau und vier Männer, die unter schweren Lungen- und Herzerkrankungen litten. Ich habe vorher eigentlich nie so total kranke Menschen gesehen. Aber oft sah man schon, dass es vieles gab, was einfach nicht mehr möglich war. Dass sie also schon Schmerzen hatte, wenn gebettet wurde, oder sie sprachen überhaupt nicht, sie konnten nicht mehr sprechen, die Augen waren trüb. Zu Beginn galt die Intensivkrankenschwester Irene Becker im Team als kompetent und leistungsstark. Doch als ihre Ehe scheiterte, wurde sie immer verschlossener. Nach Aussagen von Kollegen soll sie plötzlich schroff und auch handgreiflich gegenüber Patienten gewesen sein. Ich war allein und ich war aber auch irgendwie irritiert. Ich habe, ja, wenn man so will, ich habe Taten begangen und das war nicht gut. Was haben Sie für Taten begangen, Frau Becker? Was haben Sie gemacht? Ich habe Menschen getötet, wenn man es so will. Obwohl getötet, also ich habe das Leben beendet. Das Motiv für die Taten von Frau Becker kann man nicht sicher herleiten. Sie selbst sagt einerseits, sie sei Vollstreckerin eines göttlichen Willens gewesen. Sie spricht auch vom Mitleid, verneint es dann aber. In letzter Konsequenz glaube ich aber, dass sie die Taten begangen hat, weil sie sich als Herrscherin über Leben und Tod
inszenieren und auch so erleben wollte. In Oldenburg inszeniert sich auch der Krankenpfleger Nils Högel als Herrscher über Leben und Tod und begeht seine ersten Morde. Chefreporter Carsten Krogmann recherchiert seit 5 Jahren im Umfeld des Krankenhauses, wo niemand den Kollegen stoppte. Es gab Gespräche unter Kollegen, die sind protokolliert in als Zeugenaussagen, dass sie darüber sprachen, die wollten mit Högel keinen Dienst machen. Dass es Fragen gab, wer stirbt denn heute wieder, dass sie Namen für ihn hatten wie brutaler Rettungs-Rambo und ähnliche Dinge. Also es war Thema. Tatsache ist, es gab durchaus auch Leute, die zu einem Vorgesetzten gegangen sind, gesagt haben, also irgendwas stimmt da nicht. Ungehindert geht Nils Högel immer nach dem gleichen Muster vor. Fühlt er sich unbeobachtet, spritzt er Patienten Medikamente, die zu einem Herzinfarkt führen können. Kaum ertönt der Alarm am Monitor, ist der Pfleger zur Stelle, um den Patienten zu reanimieren und zu retten, um so als Held gefeiert zu werden. In 35 bekannten Fällen überleben die Patienten in Oldenburg seine inszenierten Eingriffe nicht. In Oldenburg zum Beispiel hat man damals ja auch eine Statistik anfertigen lassen und guck mal, Dienstzeiten, wann ist was passiert. Und was wurde mit diesem Wissen dann angestellt? Wir wissen, dass in Oldenburg nichts damit gemacht wurde. Es wurde darüber gesprochen, sogar der Klinikchef war eingebunden in diese Gespräche. Und ja, man hat sich entschieden, nichts zu tun. Man hat Högel versetzt dann irgendwann innerhalb des Hauses. Auf dieser neuen Station gab es auch Auffälligkeiten. Und dann hat man sich entschieden, Högel zu entlassen. Man hat ihm dann letztendlich ein gutes Zeugnis geschrieben. Damit konnte er sich in Delmenhorst bewerben. Der Pfleger findet sofort wieder Arbeit und neue Opfer. Im Krankenhaus in Delmenhorst tötet er laut Anklage weitere 70 Patienten. Bei den Patiententötern ist immer wieder zu beobachten, dass sie eine Vielzahl von Taten verüben, meist in sehr kurzen Abständen. Der Hintergrund ist, dass sie durch die Tat selber eine seelische und emotionale Befriedigung erfahren, die aber nur für kurze Zeit andauert. Das ist wie bei einem Junkie, der sich einen Schuss setzt, um diesen besonderen Kick zu bekommen. Aber nach einer bestimmten Zeit geht es nicht mehr nur in erster Linie um den Kick, sondern man versucht, diese Entzugserscheinungen zu mildern. Und genauso ist es auch bei den Patiententötern. In Oldenburg und Delmenhorst kann Nils Högel ungestört in Serie töten. Warum haben so viele offenbar weggeschaut? Bei so einer Recherche ist es natürlich wichtig, dass man mit Leuten ins Gespräch kommt, immer wieder mit Menschen spricht, die auch selber involviert waren, vielleicht im Klinikum gearbeitet haben. Und Herr Lauksermann als ehemaliger Kollege von Högel hat natürlich von Anfang an eine Rolle gespielt in dem Fall. Er hat auch vor Gericht ausgesagt, 2014 in dem Prozess. Insofern war der natürlich immer schon präsent und auch im Kontakt auch mit unserer Zeitung. Der ehemalige Arbeitskollege Frank Lauksermann ist für den Chefreporter ein wichtiger Zeuge. Bisher haben sie nur per E-Mail oder Telefon kommuniziert. Heute treffen sie sich zum ersten Mal persönlich. Kommt rein. Vielen Dank für Ihre Mail. Ja, herzlich willkommen. Ja. 3 Jahre arbeitete Frank Lauksermann im Krankenhaus in Oldenburg mit Nils Högel zusammen. Ich kann mich erinnern, ich bin zu einem Frühdienst gekommen, dass eine Kollegin bitterlich geweint hat, weil ihr Patient plötzlich in der Nacht verstorben ist. Also sie hat eine Pause gemacht und dann auf einmal ist er verstorben. Das Kalium war auch in diesem Fall wohl sehr hoch, also von 4,3 auf 9,8 gesprungen. Und dieser Patient, den haben sie nicht wiederbekommen. Und insofern war das eine Auffälligkeit, die da war, die auch bis zu den Ärzten getragen wurde und auch diskutiert wurde. Das waren so 3, 4 Kolleginnen und Kollegen, nicht, die dann schon gesagt, Mensch, der Högel hat Dienst, da wird aber viel reanimiert. So. Ist das eine Pechsträhne? Ja? Wie will man das betiteln? Aber es geht um Menschenleben. Es geht um Menschenleben. Darum ist es ja auch in der Aufklärung heute für mich so unverständlich, dass so viele, die mir ja auch persönliche Dinge dazugetragen haben, heute sich nicht erinnern oder es sogar sagen, sie hätten es nie gesagt. Frank Lauksermann ist einer der wenigen aus der Klinik Oldenburg, die im Fall Högel nicht länger wegsehen und schweigen wollten. Das kommt im ehemaligen Kollegenkreis nicht gut an. Er gilt als Nestbeschmutzer. Patiententöter sind in der Regel sehr schwer zu stoppen, weil die eigenen Kolleginnen und Kollegen, aber auch die Patienten ihnen arglos begegnen, weil sie in der Lage sind, das Tötungsdelikt durch die Vergabe von Überdosen von Medikamenten
als natürliches Todesgeschehen zu kaschieren. Und weil sie letzten Endes, obwohl gravierende Verdachtsmomente vorliegen, ihnen quasi durch die eigene Kollegenschaft in Hände gespielt wird. Es geht keiner hin und sagt, hier stimmt etwas nicht. In der Berliner Charité kann auch Irene Becker Patienten töten, weil Kollegen Auffälligkeiten nicht melden. Dabei machte sie bereits bei ihrem zweiten Mord Fehler. Entdeckt wurde ich beim Patienten, denn ich spritzte ja etwas und habe die Ampulle einfach in den Mülleimer geschmissen. Und ein Kollege sah es und erzählte später weiter. Und dann haben viele Kollegen einfach beobachtet, was ich mache. Aber gesagt haben sie nichts. Nach diesem Vorfall arbeitete Irene Becker ungehindert weiter und tötete wieder. Erst als der Leiter der Station von den Vorfällen erfährt, wird die Polizei eingeschaltet. Warum so spät? Das Erste, was offensichtlich klar war, war, dass wir Kommunikationsdefizite hatten. Das heißt, das ist ja auch bekannt in diesem Fall, der Pfleger, der zum ersten Mal eine Auffälligkeit bemerkt hat, hat es nur jemand aus der gleichen Ebene erzählt, aber nicht der Stationsleitung respektive der Abteilungsschwester. Insofern ist das Thema sozusagen nicht an die Verantwortlichen herangekommen und es sind auch keine Maßnahmen eingeleitet worden. Und im ärztlichen Bereich gab es diese Kommunikationsdefizite ebenfalls. 5 Taten können Irene Becker nachgewiesen werden. Darunter auch die Tötung des Patienten Gerhard Arlt. Das war ein alter Patient, der vor sich hin rächelte. Er musste immer abgesaugt werden. Er kam aus einem Pflegeheim und es ging ihm nicht gut. Er konnte nicht sprechen. Und es sah sehr jammervoll aus. Und da hatte ich etwas gespritzt. Wie hat sich der Tod für Sie angefühlt? Sie sind verstorben und Gott ist jetzt dabei und nun gehen Sie in den Himmel. Es sah nicht mehr so furchtbar elend aus, sondern ganz geruhsam. Es ist geschehen, es ist vorbei. Und so sahen es auch die Angehörigen und nahmen noch mal Abschied. Wolfgang Arlt ist der Sohn des Patienten, den Irene Becker zu Tode spritzte. Erst Wochen später, nach der Einäscherung des Vaters, erfährt er von der Tat. Er war und ist noch immer fassungslos. Mein Vater lag im Sterben, aber den Moment des letzten Aufgebens, den muss jeder schon selber für sich entscheiden dürfen. Und das ist also unverzeihlich, dass man das demjenigen wegnimmt, auch dem Sterbenden. Ich denke natürlich jedes Mal, wenn ich da am Grab stehe, daran, wie das passiert ist und wie man ihm die letzte Chance der Selbstbestimmung zu entscheiden, wann man loslässt, dass man ihm diese Möglichkeit genommen hat. Und dass das unfair ist. Nach der Verhaftung gestand Irene Becker diese Tat. Sonst hätte Wolfgang Arlt wohl nie erfahren, dass sein Vater von ihr getötet wurde. Er wurde vorher bestattet. Ein Nachweis von verabreichten Medikamenten ist in einem solchen Fall unmöglich. Es gibt sicherlich in Deutschland Dutzende von Familien, die bis heute nicht wissen, ob ihre Angehörigen nicht auch Opfer gewesen sind, weil die Staatsanwaltschaft hat auch nicht großartig weiter untersucht, weil es waren 4 Fälle gestanden und dann, also das Strafmaß ändert sich dann nicht mehr. Anders im Fall Högel. Nachdem er 2015 vom Landgericht in Oldenburg wegen Patiententötung in 6 Fällen zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde, gehen die Untersuchungen weiter.
Im letzten Prozess wurde offenbar, dass es noch um weitere Taten gehen könnte. Und die Staatsanwaltschaft musste dann ermitteln. Und das ist ein unglaublicher Ermittlungsaufwand gewesen. Es mussten natürlich sehr viele Personen exhumiert werden. Und dann bedurfte es der toxikologischen und der rechtsmedizinischen Gutachten. Und all das war eben erforderlich. Und man kann sich, denke ich, vorstellen, bei 98 Fällen, um die es zurzeit geht, dass das seine Zeit braucht. Der neue Prozess soll den Angehörigen helfen, die Wahrheit zu erfahren. In dieser unscheinbaren Kanzlei in Delmenhorst stapeln sich die Schicksale vieler Opfer von Nils Högel. Alles klar. Okay, prima. Tschüss. Rechtsanwältin Gabi Lübben vertritt im neuen Prozess 105 Angehörige als Nebenkläger. Für die Juristin auch eine seelische Herausforderung. Also in ruhigen Momenten macht man sich schon Gedanken über diese ganze Dimension, die dieses ganze Verfahren angenommen hat, diese ganzen Todesfälle, diese ganzen Verdachtsmomente und auch die Statistiken mit über 200 mehr Toten. Und irgendwann kommt man immer so an einen Punkt, wo man aufhören muss zu denken, weil man es nicht versteht. Zum Glück können wir es nicht verstehen. Aber das ist schon ziemlich viel Tod um einen rum. Ja. In einem weiteren Prozess werden 4 Mitarbeiter der Klinik Delmenhorst wegen Totschlag durch Unterlassung angeklagt. Gegen 5 Angestellte der Klinik Oldenburg wird noch ermittelt. Die Situation, die mir immer wieder von den Angehörigen geschildert wurde, wir wurden angerufen, damals, der Tod wurde festgestellt. Dann fragst du nach dem Grund, wieso, es ging noch bergauf, was ist denn passiert? Ja, Herzstillstand, Kreislaufversagen, so. Du hast auf der einen Seite deinen geliebten Menschen verloren. Da steht ein Halbgott in Weiß. Du bist völlig emotional überfordert. Was machst du denn dann? Da denkst du dann nicht länger an die Staatsanwaltschaft und an den Verdacht, dass was passiert ist, sondern hängst du erst mal im Trauerloch. Und dann stellst du auch keine Strafanzeige mehr. Das ist, glaube ich, ein großes emotionales Problem. Berlin, Kriminalgericht Moabit. Im Prozess gegen Irene Becker trat Wolfgang Arlt als Nebenkläger auf. Weil es war eine sehr harte Situation, da im Gericht zu sein, mussten aber mit dem Anwalt zusammen dann diese große Freitreppe hochlaufen, wo dann diverse Kameras und Mikrofone auf uns warteten. Und dann halt im Saal wie eben im Angesicht der Täterin zu sein. Ich habe gedacht, dass ich das meinem Vater schuldig bin, weil es war doch schon klar, dass die Staatsanwaltschaft nicht großartig was machen wird. Die haben das Geständnis. Da wurde nicht mehr viel Arbeit investiert. Rechtsanwalt Mirko Röder übernahm damals die Verteidigung von Irene Becker. Der Fall reizte ihn. Ich habe den Fall im Radio gehört, ja, Patiententötung in der Charité. Ich habe nur gedacht, Krankenhaus ist ja ein Ort absoluter Gewaltlosigkeit. Ja, da will man gepflegt werden, da will man auch sicher sein, da hofft man auf Genesung und auf den lieben Gott. Noch immer besucht der Anwalt regelmäßig seine Mandantin im Gefängnis. Und das nun schon seit 12 Jahren. Denn er kümmert sich mittlerweile auch um die privaten Angelegenheiten der 66-jährigen Inhaftierten. Den Prozess mit Irene habe ich so erlebt. Es war eine starre Atmosphäre. Ja, uns saßen die Nebenkläger gegenüber. Es war eine Wand, eine Wand von Presse- und Medienleuten. Die Zeugen, insbesondere das Pflegepersonal, aber auch die Ärzte aus der Charité, waren hochgradig verunsichert und in so einem Anspannungszustand, wenn sie den Saal verlassen haben, gingen 2-3 Kamerateams hinter ihnen her, haben versucht, Wortfetzen zu erhaschen. Also es war eine höchst künstliche Atmosphäre. In der Schwurgerichtsanklage gegen Irene Becker steht, sie spielt sich aus Machtwillen als Herrscherin über Leben und Tod auf und legte ihrer Entscheidung ihre eigene Vorstellung von lebenswertem und unwertem Leben zugrunde. Im Prozess auch immer wieder die Frage, warum niemand in der Charité ihre Taten stoppte. Ich hatte den Eindruck, dass das Krankenhaus, die Charité, kein Interesse hatte an der Aufklärung des Falls. Auch
Der Vorsitzende Richter hat das auch sehr deutlich gesagt, dass er auch den Eindruck hatte, dass die Charité eher versucht zu mauern und zu vertuschen, als zur Aufklärung beizutragen. Und deswegen haben eigentlich die Beweisanträge und die Sachen, die das Ganze vorangebracht haben, die kamen einem eher über unseren Anwalt. Auch Irene Becker schwieg. Während des gesamten Prozesses machte sie keine Aussagen. Im Gegensatz zu ihrem Anwalt. Sie hat gedacht, dass diese Handlungen, diese eingeräumten Handlungen, dass die in Übereinstimmung mit dem Willen der Patienten standen und auch zum Wohle dieser Patienten. Für die Charité, ihren damaligen Arbeitgeber, sind solche Aussagen auch heute noch verstörend. Ich habe aus dem, was ich mitgeteilt bekommen habe, den Eindruck gewonnen, wie konnte es sein, dass wir so eine bizarre Persönlichkeit in unserem Unternehmen hatten und das nicht so richtig bemerkt haben. Denn die Einlassungen von Frau Becker waren ja nicht von der Erkenntnis getrieben, dass sie jetzt einsieht, dass sie da was tatsächlich Schlimmes gemacht hat, sondern sie hat das in sie hat sich eine Erklärung dafür gebastelt und ich glaube, das ist bis heute so. Zumal es sich natürlich um Patienten gehandelt hatten, die sich im Grenzbereich von Leben und Tod befunden haben. Irene Becker wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Nach 15 Jahren hätte sie die Möglichkeit, vorzeitig aus der Haft entlassen zu werden. Sie war nicht der Meinung, dass sie was getan hat, was falsch war. Also sie hat ja irgendwie da äußern lassen, dass sie versteht, dass man sie bestraft dafür, aber sie nicht denkt, dass sie etwas Falsches getan hat. Also es gab auch keine Einsicht von ihrer Seite. Und heute? Hatten Sie jemals das Gefühl, sich bei den Angehörigen entschuldigen zu müssen? Mir kam auch mal der Gedanke, auch wenn du jetzt wüsstest, wo die wirklich wohnen, dann schreibst du einfach noch mal hin und sagst, es tut mir schrecklich leid, was ich getan habe, aber ich hatte keine Adresse. Und ja, aber das... Frau Becker, das ist eine Ausrede. Hätte das die Taten wieder vor Ihren Augen geführt? Na, die Taten waren ja immer wieder da, wenn ich drüber nachdachte. Und ja, aber ich habe es dann auch nicht gemacht. Viele waren ja auch in Zeitungen und ich saß und dachte, naja, es ist vorbei. Es ist aber nicht vorbei für die Angehörigen der Opfer. Auch nicht nach so vielen Jahren. Irene Becker hat ihre eigene Vorstellung vom Ende ihrer Haft. Der Prozess ergab 15 inhaftierte Jahre. Und ich rechnete dann aus, wie alt werde ich werden. Und dann stellte ich fest, mit 69 Jahren beginnt die Freiheit. Ja, Jahr für Jahr, wenn ich Geburtstag hatte, wusste ich, ach ja, 60, immer weiter. Es gab für diese Dokumentation mehrere Gespräche mit Irene Becker. Um ihre Antworten besser einordnen und verstehen zu können, treffen wir in Berlin noch einmal Stefan Harbort. Der Experte für Serienmorde soll uns seine Einschätzung zu den Aussagen von Irene Becker geben. Wir zeigen dem Kriminalhauptkommissar deshalb einzelne Passagen der Interviews. Getötet, wenn man es so will. Obwohl getötet, also ich habe das Leben beendet.
Das ist typisch für Serienmörder. Es gelingt ihnen immer wieder, den äußeren Rahmen der Taten zu beschreiben. Aber wenn es darum geht, das innere Erleben, den emotionalen und seelischen Hintergrund preiszugeben, dann wird davor zurückgeschreckt, weil es ja in letzter Konsequenz bedeutet, dass man sich zu seiner Andersartigkeit, zu seiner Krankheit bekennen muss. Und genau das scheuen solche Menschen. Ich sah für mich ein Elend und ich sah die sehr kranken Patienten auch sehr elend. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den sie hier anspricht. Sie verbindet zum ersten Mal ihr zu dieser Zeit selbst empfundenes Leid, ich denke mal, dass sie auf die Ehekrise anspielt, und das Leid der Patienten. Und man überlegt natürlich, wie kann es sein, dass Menschen, die in vergleichbaren Krisensituationen sind, keine Patienten töten? Wie kann es sein, dass dann Frau Becker gerade in diese Situation gerät und dann zur Täterin wird? Hier haben wir eben diese fatale Verknüpfung von beruflicher Krise und einer persönlichen Krise, der sie sich in letzter Konsequenz auch nicht mehr gewachsen sieht. Ihren persönlichen Kummer, ihre Krisen, hat sie offenbar auf ihre Patienten projiziert. Wenn wieder etwas Elend wäre, wenn nicht irgendwann was neu, vielleicht wäre es wieder geschehen. Da ist Frau Becker ganz nah bei sich. Sie erscheint mir sehr authentisch. Sie reflektiert die Gefahr, die von ihr ausgeht. Typisch für eine Serienmörderin, dass auch kalkuliert wird, dass es mit 3 oder 4 Taten nicht getan ist, sondern solange auch die Persönlichkeitsstruktur, die gestört ist, weiter fortbesteht und auch die äußeren Einflüsse negativ sind. Und dann kommt es immer wieder zu Tatwiederholungen, wie wir es auch bei Nils Högel beobachten mussten, der weit mehr als 100 Patienten ermordet hat. In Oldenburg wurde Patientenmörder Nils Högel der erste Prozess gemacht. Rund 30 Tötungen und 60 Tötungsversuche hat er bis heute zugegeben. Während seiner gesamten Beschäftigungszeit wurden insgesamt 411 Sterbefälle in den Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst protokolliert. Davon 321 während seiner Schicht oder unmittelbar danach. Ist der Ex-Krankenpfleger für all diese Sterbefälle verantwortlich? Bei der Dimension dieses Falles taucht immer wieder die Frage auf, warum stoppte niemand Nils Högel? Und wie lassen sich, wenn überhaupt, solche Verbrechen in Zukunft verhindern? Ich glaube nicht, dass man das hundertprozentig verhindern kann. Wenn ich wirklich einen Täter habe, der das ein, zwei Mal vielleicht macht und das gut vertuscht, dann wird das keiner merken. So schlimm, wie das ist. Aber in der Serie hätte man das verhindern können. Und ich glaube auch, dass der Prozess deswegen wichtig ist, auch dass wir jetzt so viel über Högel lesen, dass es in den Köpfen sich einbrennt, dass es eben doch passieren kann. Dass es eben doch solche Menschen gibt, die das machen. Und dass man es für möglich hält als Kollege. Und dann auch er seinen Mund aufmacht und an die zuständigen Stellen geht. Und insofern hat der Prozess auch was Positives. Seit 5 Jahren beschäftigt sie der Fall. Sie kennt jeden Ermittlungsfehler und Vertuschungsversuch. Von dem Prozess erwarte ich mir eine ganz umfassende Aufklärung, was passiert ist. Und ich hoffe dann, dass meine Angehörigen Ruhe finden nach dem Prozess und sagen können, ja, es war ein schwerer Weg, es war ein steiniger Weg, ein kräftezehrender Weg, aber ein guter Weg. Und wenn das der Fall ist, dass meine Angehörigen dann sagen können, so, jetzt können wir durchatmen, der ist dafür verurteilt worden, dann haben die da oben Ruhe gefunden. Ich finde da ein Stück weit Ruhe. In Delmenhorst wurde an diesem Ort eine Gedenkstätte für die Opfer von Nils Högel errichtet. Für die Angehörigen der Opfer auch ein wichtiges Mahnmal. Man ist schon, also ich zumindest bin doch schon ein bisschen gerührt gerade. Und tut gut, hier zu sein. Ja, das ist einfach ein Ort, wo man oder wo ich hingehe, wo ich meine Gedanken schweifen lassen kann,
wo ich Revue passieren lassen kann, was ist eigentlich bislang in dem ganzen Prozess passiert, wie sind Menschen miteinander umgegangen, was denken die da oben gerade? Unsere Hoffnung ist, dass man Nils Högl irgendwann vergisst, aber die Angehörigen nicht, die gestorben sind. Berlin Justizvollzugsanstalt für Frauen. Im offenen Gefängnisvollzug bekommt Irene Becker bei guter Führung Ausgang. Hallo! Heute trifft sie sich mit ihrer ehemaligen Nachbarin Helga. Sie kennen sich seit 30 Jahren. Wunderbar. Ja. Gut siehst du ja, aus. Danke, so schön, danke, ja, danke, danke, ja, danke. Du siehst aber auch gut aus. Danke. Ja, du siehst wirklich gut aus. Ach Mensch, ja, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Ja, fast ein halbes Jahr. Und jetzt gehen wir. Jetzt gehen wir. Komm, wir gehen jetzt beide. Aber du siehst wirklich gut aus. Ja. Also, letztes Mal hatte ich schon ein bisschen Sorge gehabt. Da habe ich gedacht, mein Gott, irgendwie sieht es schlecht aus. Helga war bei jedem Verhandlungstag dabei und besucht sie seitdem immer wieder im Gefängnis. Bei ihren Spaziergängen spricht Irene Becker über ihre Hoffnung. Im nächsten Jahr, Anfang Januar, wird der Anwalt eine vorzeitige Entlassung. Und was ich brauche, ist wirklich eine Einzimmerwohnung. Ja. Das muss nicht riesengroß sein. Nee, einfach eine richtig angenehme Schlafgelegenheit, wo du schlafen kannst. Und genau. Wo genau. Du eben dein Reich für dich wieder alleine hast. Ach, guck, bei ihren Besuchen versucht Helga herauszufinden, warum ihre Bekannte getötet hat. Bis heute ist ihr Irene Becker eine Antwort schuldig geblieben. Als du das gemacht hast, hast du da irgendwie ein Empfinden gehabt? Hast du das Gefühl, das ist eine Erlösung für dich? Wenn du den Menschen, dass du den Menschen erlöst hast? Nee, Erlösung nicht. Nee? Weil ich sah einfach das Elend. Mhm. Und ja. Und da habe ich gedacht, jetzt mach etwas. Mhm. Beseitige das Elend. Mhm. Wenn ich drüber nachdenke, was habe ich getan, dann ist das also sowas, dann überlege ich immer wieder, warum habe ich das getan, um Himmels Willen. Aber ich konnte nichts mehr ändern. Es war geschehen und die Menschen können nicht mehr leben. Richtig. Es fällt mir ein bisschen die Worte. Ich denke schon drüber nach, was sie getan hat. Dann wiederum tut sie mir auch leid, trotz allem. Und dann kommt immer die Frage, weil wir haben ja eigentlich auch nie so drüber gesprochen oder sie hat auch nie darüber erzählt. Und sie hat, also ich hatte immer das Gefühl, sie wollte das dem ausweichen. Und deswegen habe ich sie auch erstmal in Ruhe gelassen. Und wir haben dann halt mehr oder weniger über ihren Mann gesprochen. Also nach den Taten der Klinikmörderin Irene Becker wurden Kolleginnen und Ärzte der betroffenen Intensivstation versetzt oder sogar abgemahnt. Die Klinik glaubt, dies sei ein Erfolg. Im Großen und Ganzen hat es der Charité nicht geschadet. Im Gegenteil, man hat durchaus zur Kenntnis genommen, dass wir ernsthaft erstens um Aufklärung bemüht waren und zweitens auch um Maßnahmen, um sozusagen eine Wiederholung so weit wie möglich auszuschließen. Niedersachsen, Klinikum Delmenhorst. Nach dem Bekanntwerden der Serienmorde von Nils Högl ging das Krankenhaus pleite. Die Patienten blieben fern. Ein neuer Träger und neues Personal versuchen nun, das Vertrauen zurückzugewinnen. Ich glaube nicht, dass es irgendein Sicherungssystem gibt, das hundertprozentige Sicherheit gewährleisten kann. Der Punkt ist aber, dass man durchaus sich darum bemühen kann, die Hemmschwelle dafür zu erhöhen und Früherkennungssysteme zu implementieren, die verhindern, dass eine Mordserie wie so etwas sich wiederholt. Es handelt sich um einen beinahe Unfall. Das ist ein Thema, das, glaube ich, sehr viel Diskussionsbedarf hat und uns alle angeht. In sogenannten Morbiditäts- und Mortalitätssitzungen, kurz M&M-Konferenz, wird über sämtliche Fehler und Auffälligkeiten im Krankenhausalltag diskutiert. Ereignisse, die im Einzelfall auch zum Tod von Patienten führen könnten. Das Ziel, offen über Fehler zu sprechen, um sie zukünftig zu vermeiden.
Also eine transparente Fehlerkultur aufzubauen, das bedeutet etwas Arbeit, das ist ein Prozess und ein Lernprozess für alle. Aus der eigenen Erfahrung kann ich sagen, wenn man so etwas neu etabliert, dann ist am Anfang das Misstrauen groß, weil man immer denkt, wenn ich jetzt etwas sage, was möglicherweise mir nachteilig ausgelegt werden kann, werde ich auch dafür bestraft. Über Fehler sprechen und Auffälligkeiten melden. Hätte diese transparente Arbeitsweise den Serienmörder Nils Högl vielleicht gestoppt? Er spritzte im Krankenhaus Delmenhorst Substanzen, um bei Patienten einen Herzinfarkt auszulösen. Damals bemerkte niemand den erhöhten Medikamentenverbrauch auf der Station. Heute kontrolliert ein externer Apotheker die Medikamentierung im gesamten Krankenhaus. Jede einzelne Patientenakte wird vor Ort geprüft und dann im System abgeglichen. Wir haben zum einen hier das so eingeführt, dass wir den Bestand der Intensivstation genau festgelegt haben. Da können wir schauen, ob es dort Ausreißer gibt oder ob Medikamente auch gebraucht werden, die hier eigentlich so nicht hingehören. Hallo, Herr Wulff. Hallo, Dr. Mädel, grüß Sie. Ungereimtheiten werden sofort mit den Verantwortlichen der Stationen besprochen und weiterverfolgt. Umfangreiche Medikation mit Psychopharmaka. Den Fall Högl selber zu verhindern, ist ausgesprochen schwierig. Zumindest ist es sehr schwierig, Einzelfälle zu verhindern, also die Tötung eines einzelnen Patienten. Hier dieser neue Ansatz, die Medikamente regelmäßig durch den Apotheker kontrollieren zu lassen, ist sicherlich ein Mosaikstein, um eine solche Tat zu verhindern. Aber als einzelner Mosaikstein hilft er natürlich nicht ausreichend. In Delmenhorst sind deshalb unterschiedlichste Sicherungssysteme eingeführt worden, um Serienmörder wie Nils Högl aufzuhalten. In der Rechtsmedizin führt Professor Michael Birkholz die sogenannte qualifizierte Leichenschau durch. Von jedem Verstorbenen im Krankenhaus begutachtet er zuerst die Patientenakte auf Auffälligkeiten. Im Krankenhaus wird durch Medikamente getötet. Überdosierung, Unterdosierung, so vorsätzlich oder fahrlässig. Und so etwas, eine Medikamentenüberdosierung beispielsweise, sehe ich nicht durch das Beschauen der Leiche. Habe ich überhaupt keine Chance. Ich kann mich solchen Todesfällen nur über Plausibilitätsprüfungen nähern. Das bedeutet, dass er bei seiner Methode der Leichenschau nur massive Gewalteinwirkungen feststellen kann oder durch Aktenstudium Auffälligkeiten bei Krankheitsverläufen. Das reicht aber nicht aus, um die kaum auffälligen Patientenmorde zu entdecken. Wir haben mit dem Bund Deutscher Kriminalbeamter zusammengearbeitet und uns viele Gedanken gemacht, mal analysiert, wie sind denn bis jetzt auch Krankenhausmorde oder Tötungen überhaupt rausgekommen. Und entweder war das der Kommissar Zufall, dass der Täter gesprochen hat nach einer gewissen Zeit, oder aber irgendjemanden, Jemand hat gesagt, da passt was nicht. Das ist nicht plausibel. Das passt nicht zusammen. Dass einiges nicht zusammenpasste, fällt sowohl im Fall Becker als auch bei Nils Högl auf. Aber die Kollegen haben viel zu lange weggeschaut und geschwiegen. So konnten beide ihre Serie immer weiter fortsetzen. Hätte Irene Becker irgendwann von selbst aufgehört? Eine Frage, die sie letztlich nicht beantworten kann. Dass es zu einem Ende kam, war gut. Das war gut. Aber ich kann auch nicht drüber nachdenken, ob ich vielleicht mehr gemacht hätte, wenn wieder etwas Elend wäre, wenn nicht irgendwann was neu, vielleicht wäre es wieder geschehen. In Pflegeheimen und Kliniken gehört der Tod zum Alltag. Deshalb ist die Gefahr besonders groß, dass Patientenmorde lange Zeit unentdeckt bleiben. Einzeltaten lassen sich kaum verhindern. Aber Serientäter wie Irene Becker und Nils Högl können gestoppt werden, wenn Kollegen nicht wegschauen, Klinikleitungen Vorfälle nicht vertuschen und die Behörden den Verdachtsmomenten ernsthaft nachgehen.